Und damit wieder ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBSS mit mir, der lieben Melli. Ja, wir haben ja letztens hier das da ein wenig gebaut. Ja, ich würde sagen, wir verenden das heute in der Folge. Wirkliches Thema habe ich heute nicht, aber ich habe das andere Thema von Damian, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Oh, und wieder verbaue ich mich. Alter, ich kriege bald die Pipanelle, ne? Nein, ich hasse keine Treppen. Die sind wundervoll und ganz toll und supi und ja, auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal hier dieses Dach fertig, damit wir vor dem Finale das eventuell noch hinkriegen. Es wird natürlich im Finale nicht vorkommen. Nein. Haben wir nämlich was anderes geplant, da könnt ihr echt drauf gespannt sein. Mein Cutter in Spee, sage ich immer dazu, ist schon fleißig dabei, das fertig zu schnibbeln, weil ich nicht so die Zeit dafür habe. Weil ich mache ja hier alles neben meinem Beruf und ja, da ist das nicht so mit der Zeit. Ist das lästig, ne? Bitte. Ich würde das gerne von etwas weiter aus machen, aber nee, das klappt nicht. So, ich hoffe, ich habe genug von Stufen dabei, dass ich eventuell hier vorne vor das hier nicht. Hier kommst du noch. So. Oh. Falsch rum. Obwohl, hat auch irgendwie ein bisschen Style, ne? Können wir ja mal ausprobieren, ob das bei den anderen Dächern vielleicht auch klappt. So, ja, Flachdächer werde ich hier definitiv nirgendwo hinbauen. Das würde vom Stil her nicht passen, so viel Unterschiede reinzubringen. Das wäre kontraproduktiv, würde ich sagen, ne? Weil ich habe jetzt überall mit Spitzdach gearbeitet. Dann ein Dach anzufangen, was rund ist oder nicht so wie sein soll, wie es ist. Nein, das machen wir nicht. Wir bauen konstant jetzt mit Spitzdächern, weil das war ja früher auch gang und gäbe. Aber ich glaube, so bei den Bauern war das nicht so verwirrend. Ich glaube, die haben teilweise mit Flachdach oder Runddach gebaut, damit sie unterm Dach dann noch Zimmer machen können. So, gucken wir uns das mal an. Ja. Ich würde sagen, wir hauen da auch die gleichen Gläser rein wie da unten. Und ja, einrichten, wie gesagt, machen wir ja in LBF, in Let's Build Furnish. Wir bauen hier nur konstant die ganzen Wohnungen. Häuser. Häuser und Wohnungen. Oh, falscher Stein. Ups. Nein, auch dich. So. Schauen wir mal, wie lange wir jetzt diese Folge brauchen. So, ja, die erste Reihe geht ja immer total easy busy, weil da brauche ich ja nur dran zu klacken. Das ist Decken wieder leer. Ja, also hier werden ordentlich Netherziegel drauf. Vielleicht mache ich mal einen Livestream, wo wir wirklich nur Netherziegel farmen, weil ich finde, das passen hier unheimlich gut rein. Ich will auch nicht so wirklich abweichen davon. Daher werden wir hier mal weiter mit den Ziegeln. Okay, hallo. Stückchen runter, danke. So, jetzt geht es natürlich etwas langsamer wieder vorwärts. Ja. Und ja, was kann ich denn euch erzählen über ein Mittelalter? So ein Luxus wie heute gab es ja früher nicht, ne? Also, gut. Hab ich zwar jetzt nicht mitgekriegt, aber auch gut. Ja. Kann man machen. Da ging es ja alles wirklich nur mit Pferden und ja, da gab es dann extra Postboten. Dann halt ein Dorf zum nächsten geritten sind, halt ihre Post zu bringen. Neuigkeiten, hast du nicht gesehen. Ja. Das war nicht so ein Luxus wie heute. Heute nimmst du ein Telefon in die Hand und rufst denjenigen an. Jetzt weiß ich, wie das vorhin passiert ist. Auch gut. Kann man machen. So. Ja, so Umweltprobleme. Eins ist da, was ich ja damals echt scheiden finde. Sag ich jetzt mal so, wie es ist. So was wie eine Müllabfuhr gab es ja früher nicht, ne? Die Leute sind hingegangen, Fenster auf, raus auf den Bürgersteig und was? Ist ja dann verrottet und deswegen sahen auch viele Gassen, sag mal, sehr
vermatscht sind, kann ich mal dazu sagen. Also die waren wirklich teilweise knöchelhoch. Ja, und dann waren natürlich Rattenplagen in solchen Gebieten oder in solchen Dörfern halt gang und gäbe. Und ja, da gab es einmal extra Leute, die dann Rattenfänger dafür gesorgt, dass die Ratten da die Dörfer verlassen. Wie die da drüber gemacht haben, kann ich euch gar nicht sagen. Es gibt ja dieses Märchen von der Rattenfänger von Hameln, der ja mit Musik oder Flöten da die Ratten aus den Dörfern oder Städten geholt hat, sich dafür bezahlen ließ, und eine Stadt hat wohl damals nicht bezahlt und ist er hingegangen und hat da rausgeholt. Ein sehr fragwürdiges Märchen. Bei vielen Märchen frage ich gar nichts mehr. Ja, weil so die Logik. Ja, gut. Kannst gerne weiter für Beleuchtung sorgen da unten, wenn du Lust hast. Also, die fehlt ja eh noch hier. Aber da sorgen wir später für. Da brauche ich jede Menge Glowstone und das später. So, ein runter. Gehst du jetzt mal ein. Dankeschön. Ja. Und was natürlich auch sehr verbreitet war, war die Pest. Also früher Krankheiten waren, glaube ich, ja, glaube ich, alles. Von der Pest bis Cholera gab es ja alles, was nagelfest war. Also die haben das sehr angezogen. Ja, und ja, zu der Zeit, ob man da leben möchte, gerne. Ich weiß nicht, also mit dem heutigen Fortschritt, ja, man weiß es nicht. Man hat in dieser Zeit nicht gelebt und daher kann man da kein Bild drüber machen. Aber, was ich auch doof fand, ist, Kirche, die hat ja damals wirklich die Oberhaupt gehabt, aber selbst die Königin nichts mehr zu sagen gehabt. Ja. Deswegen gab es ja dann diese Ketzereien. Leuten, die anders waren. Braucht es nur aus Kräutern Heiltrank oder über etwas machen, was du nicht. Oder du musst es wohl anders aussehen wie andere. Was du eine Hexe. Ja, wenn man mal so heute die Zeit sieht, da wird geändert. Gar nicht. Bist du alt ein bisschen anders, bist du direkt Außenseiter. Das ist. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahrhunderten wirklich geändert, finde ich. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr, ob ihr das auch so seht. Sich in diesem Verhalten nicht verändert. Weil sobald du nämlich einmal anders aussiehst, bist du von der Gesellschaft praktisch ausgegrenzt, würde ich sagen. Und ich finde aber, jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch hat das Recht zu leben. Jeder Mensch ist, wie er ist, individuell, und ja, man sollte sie so nehmen, wie sie sind. Ja, ich sage auch nicht, dass ich jeden mag. Ich habe auch jemanden, den ich von tief abscheue. Für mich, in meinen Augen, ist das kein Mensch, sondern einfach nur Egoist. Ja, also das kann man so sagen, wie es ist. Egoistisch ist es. Und das mag ich überhaupt nicht. Also Leute, die wirklich in einem Beruf egoistisch handeln, ist absolut fatal. Ja, wird dann auch schon mal zum mächtigen Krieg. Und ich bin ja keine, die auf den Mund gefallen ist, die sagt dann auch schon mal, ja, dass ich so ein Verhalten absolut unter aller Kanone finde. Aber die verändert sich nicht. Das wird wohl nicht bis ans ihr Lebensende so bleiben. Hauptsache ich. Und mit den anderen ist es egal. Ja, sowas. Nee, können wir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet. Also ich finde sowas abartig. Wenn man im Team arbeitet, dann sollte man auch sich verhalten. Und dann auch mal sagen, ja komm, ich mach das und das und das. Und nicht sagen, oh, ich hab dies und das und ich kann nicht. Und ja, ich habe auch so gewisse Sachen, die ich nicht machen kann und tue sie aber trotzdem, weil es gehört dazu. Ne? Oder was sagt ihr dazu? Also ich finde so ein Verhalten einfach nur unter aller Sau. So.
Na, ich sag's, wie es ist. So, ich glaube, das wird aber auch wieder so ganz knapp hier, ne? So, dann muss ich jetzt erstmal hier. Ja, wir machen jetzt erstmal das hier so fertig. Zack. Zwei rein. So, und jetzt müssen wir hier das noch verbinden. So, dann geht's ja hier wieder weiter. So. Jawohl. Na, das klappt doch schon mal ganz gut. Ich zweifle aber daran, dass das, was ich vorbereitet habe, reicht. Ich glaube nicht. Ich bin zwar nicht gut in Schätzen, aber ich sage euch, das wird nicht reichen. Das wird definitiv nicht reichen. Ich denke mal, so ein paar Treppenstufen werde ich wohl noch machen müssen. Ich hoffe jetzt nicht in der jetzigen Folge. So, einmal dahin. So. Ja, toll. Da drüben habe ich sie die Reihe gemacht. Hier nicht. Na, toll. Toll, Melanie. Hast du wieder super hingekriegt. Ups. Oh. Ah, ich glaube, da haben wir schon einen kleinen Fehler drin. So, ja. Siehst du, deswegen nämlich hatte ich das eigentlich da vorne vorbereitet. So. Ja. Und so bauen wir das hin. Sieht bestimmt ganz stylisch aus. So. Zack. Sag mal, kennt ihr, das frage ich jetzt mal so frei raus, Städte, wo man viel alte Gebäude findet? Also ich weiß von Nürnberg zum Beispiel. Ne? Aua, du Blödkopf, lass mich in Ruhe. Will hier bauen. Leute, geh mir doch nicht auf die Sippel. Ich hab doch kein Schwert dabei. So, nee. Oder ich verprügel den jetzt hiermit. So, hast du jetzt davon. Guck mal, jetzt brennt er. Guck mal, der brennt. Hihi. Feuerteufel lässt grüßen. Du hast einen Feuerteufel. So. Wo man halt wirklich so richtig schöne alte Gebäude findet. Ja, wo war ich denn? Achso, ja, ich hatte ja gesagt, in Münster, wo weiß ich ja, war ich ja auch schon. Und ich fall wieder runter. Ich weiß aber auch, dass es in Münster, glaube ich, dementsprechend auch, alte Gebäude gibt. Bin mir da aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, ich hätte da was im Internet gelesen, als ich nach alten Gebäuden gesucht habe. Weil ich interessiere mich ja so wirklich arg dafür. Man sieht es ja, ne? Ist ja nicht nur die amerikanische Seite, sondern auch hier. Die Deutschen haben ja auch nicht gerade schlecht gebaut. Also von daher. Bei uns hier, wo ich wohne, da gibt es überwiegend nur Zechenhäuser. Und alte Gebäude sind schon fast, das ist Rarität hier. Also da gibt es nicht mehr wirklich viel. Wir haben ein Schloss in der Innenstadt, wo damals eine Gräfin gehaust hat. Also wie gesagt, meine Stadt ist eine Grafenstadt. Und dann sind in der Innenstadt vielleicht ein paar Häuser, die noch, sag mal, ein bisschen alt sind. Also die stehen unter Denkmalschutz, also die dürfen sie auch nicht abreißen. Wenn man so weiter rausfährt, also du findest nichts mehr, was so wirklich alt, alles nur noch so alt, neue Gebäude, neu hochgezogen oder halt komplett renoviert. Man erkennt den alten Stil nicht mehr und ja, deswegen bin ich auf der Suche nach Städten, wo das noch gang und gäbe ist mit alten Häusern. Was ist denn jetzt? So, und wenn ihr da irgendwelche kennt, noch Städte, außer jetzt Nürnberg und Münster, haut's raus. Haut's mir in die Kommentare. Vielleicht wird's dann das die nächste Stadt, die ich dann besuchen gehe. Und natürlich verfolgt das natürlich mit einem Vlog. So, aber die Idee hier unten, letzte Reihe. Achso, da muss ich ja auch nochmal was drauflegen, ne? Ich würde sagen, da haben wir so Hypeslabs drauf. So. Das hätten wir jetzt. Die eine Seite haben wir jetzt schon mal fertig. So. Ja, schaffen wir das vor Ende der Folge? Boah. Liebes lieber, wenn ich etwas tiefer bin. Und jetzt von hier aus so ein bisschen. Nee, das ist blöd. Wir machen es aus dem Flug. Mein einzigster Luxus, den ich mir hier gönne. Mein Fly-Modus.
Weil auf dem Besen fliegen, ich meine, ich habe ja die Harry Potter Universe mal drauf, aber auf dem Besen fliegen, nee. Würde aber auch hier nicht zum Stil passen. So. Weil das wäre eher, boah, reicht's aber langsam, ne? Würde eher zu Hogwarts passen. Würde ich es jetzt mal so behaupten, ne? Und da war er wieder falsch. Und ich hole mal schon mal runter, weil das Decken war ja jetzt eh Ende. Aber Opa, wir könnten so gerade eben hinkommen. Weil viel habe ich jetzt nicht mehr. Ah, wenn ein paar Stück übrig bleiben. Ah, jawohl. Ja, das könnte doch sehr, sehr knapp werden. Ansonsten machen wir uns noch ein paar, damit wir zumindest in dieser Folge das endlich hier fertig kriegen. Vielleicht schaffe ich auch noch innerhalb der Zeit die Fenster zu. Ja, so werden wir es bestimmt nicht schaffen. Die Fensterscheiben zu setzen. Ich meine, ich hätte eben gehabt. Aber da gucken wir gleich mal. Ich mache jetzt erstmal hier fertig. Die letzte Reihe. Dann. Das wird ausgespart und dann machen wir so. Ja. So werden wir das auf jeden Fall schaffen. Hoffentlich. Also ich zweifle daran, dass wir das. Dass das passt. Ja. Den Dahinterbau aus der hervorragend rein. Außer man nimmt den als Stuhl. Dann würde das Sinn machen. So, ne, hier oben machen wir dann so eine Art. Ich kenne es noch von einer Bekannten, die hatte auch so eine Wohnung in sowas. Und unter dem Dach haben die immer ihre Wäsche getrocknet. Und das echt praktisch. Ich hatte diesen Luxus. Ganz ehrlich. Nee, das reicht nicht. Definitiv nicht. Also heißt es gleich erstmal ins MI. Und noch ein paar Edelsteine. Eine Reihe und dann ist es auch schon vorbei. 3, 6, 3, 2, 3, 6, 9 Stück brauchen wir noch. Ah. So, da habe ich dann auch jetzt die letzten Ziegelsteine. Ich habe zwar ein bisschen mehr gemacht, als ich brauche, aber so what? Egal. Ja, wo war ich denn jetzt? Nein! Du, Bulle. So. So, jetzt. Und damit hätten wir das Dach fertig. Und ich hätte, als ich gerade im ME war, auch Dinges mitnehmen können. Und ich muss hier mal eben was wegmachen, weil das passte da jetzt nicht hin. So. So. Jetzt ziehen wir das hier noch lang. Und dann haben wir es fertig. Man, eigentlich geht das ja immer recht flott mit den Dächern bauen, aber ich drücke mich so unheimlich gerne davor, weil ich mag keine Dächer bauen. Absolut nicht. So, das Problem ist jetzt hier. Warte mal. Ich glaube, da müssen wir, damit es so ein bisschen die Rundung gibt, einmal das machen. Weil sonst sieht das so ein bisschen trist hier aus. So. Jetzt machen wir das mal von hier aus gucken. Oh. Du solltest aber nicht da sein. Das war falsch. So. Dann hätten wir nämlich so eine leicht abgerundete Sache. So, dann machen wir jetzt auf der anderen Seite eben noch schnell auch. Und dann besorge ich uns gleich erstmal die Fensterscheiben. Und dann würde ich sagen, wäre das Dach hiermit auch fertig. Und ich finde, hat Style. Also ich finde, das passt optisch sehr gut rein. Also könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch findet, weil dann könnten wir da machen wir dann auch aber nur eins auf beiden Seiten. Bei dem weiß ich noch nicht, aber da könnt ihr mir auch mal sagen,
ob wir bei dem Bäcker eventuell auch so Giebels reinmachen, weil ich finde, die werten das hier optisch unheimlich auf. So, hier habe ich das natürlich nicht gemacht. Wundert euch nicht. Ich hatte keine Ziegelsteine mehr. So, deswegen machen wir die jetzt. Ja, ich weiß. Ich hätte normalerweise... Warte mal. Ich hab doch. So. Jetzt habe ich auch Ziegelsteine. Jetzt können wir das ganze Spielchen vernünftig hier zu Ende bauen. Und da kommen die hin. Ja, so würde ich das machen. So. Genau. Dann bessern wir das mal eben schnell hier aus. Dann haben wir das auch. Oh. So nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das eingerichtet habe, dann schaut bei Let's Build Furnished vorbei. Da könnt ihr alles sehen, wie ich diese Wohnungen hier eingerichtet habe. Hier fehlt nämlich jetzt nur noch die Balkons und dann habe ich es. Hier fehlen nämlich noch Glasscheiben. Habe ich das jetzt ernsthaft nochmal gemacht? Nicht euer Ernst, ne? Oder nicht mein Ernst, oder? Habe ich das echt nochmal gemacht? Ja gut, ich verlege jetzt nochmal eben kurz ins ME, hole die ganzen Sachen und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. So, und wie ihr seht, habe ich jetzt auch die Glasscheiben dabei und die setzen wir jetzt noch ein und dann hätten wir es geschafft. Ich hoffe, dass ich jetzt mit 64er hin. Ja, zur Not, ich habe immer noch welche, die habe ich zwar umgewandelt in andere Scheiben. Für das da gleich mit den Balkon und Terrassen. Aber das ist eine andere Folge. Weil das gehört hin. Wir sind jetzt an diesem Haus dran. Daher, ja, okay, ich habe ja auch vorhin ein bisschen was abgeändert. Aber. Ja doch. Also das kann man so lassen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Ist Nachteil mit diesen Dingern. Man muss unheimlich gut treffen, weil sonst hat man wirklich Problem. So, einmal oben. Zack. Zack. So. Ach, gehst du wohl dran? So. Ja. Doch, also ich finde, das passt da wunderbar rein. Machen wir noch die andere Seite und dann sind wir für heute durch. War das Haus soweit fertig? Hallo Creeper, gut, dass du nichts kaputt machen kannst. Warum springst du nicht nach unten? Du sollst nach unten springen. Hallo, komm. Put. Ich liebe euch. So. Was? Die Spinne hat nichts abgekriegt. Was aber auch. Stehe ich zwar nicht, aber ja, alles gut. So. Das ist jetzt hier fertig. Voller Konzent. Genau, das meine ich. Einmal daneben und patsch. Dann haben wir ein Glas weniger. Und ich muss zur Schüssel greifen. So, da sind wir. So. And the last one. Das ist ja der Vorteil an der Schüssel. Da kannst du das immer wieder umschüsseln. Also verlieren tust. Ja, gut. So, der scheint irgendwie Agro-Probleme zu haben. Aber ist mir egal. So. Glastechnisch bin ich ja sehr gut ausgestattet. Also von daher ist das jetzt nicht allzu schlimm. Neues Glas zu besorgen ist auch das geringere Problem, weil ich habe hier irgendwo eine Wüste, die ich immer nutze. Naja, alles gut. So. Damit hätten wir auch die Rückseite fertig. Und kann halt sein, dass da was fehlt. Ja, und ich habe ja noch welche in der Hand, also können wir die ja mal eben da noch setzen. Ja, auch. Ja, ich glaube, jetzt haben sie alle Fenster. Perfekt. Da hinten muss
Ja, noch welche. Und noch solche Sätzen sehe ich jetzt gerade? Ich glaube ja oder ich weiß gar nicht, ob ich da welche setzen wollte. Ist mir jetzt auch gerade relativ egal. Ja, und damit wäre es geschafft. Ich würde sagen, guckt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und wenn ihr gleich schon dabei seid, könnt ihr mir ja mal erzählen, inwieweit ihr euch fürs Mittelalter interessiert. Was ihr da so gemacht hättet oder wie ihr dort gelebt hättet oder ob ihr gerne dort gelebt hättet. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.